Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, da gestern der Monat Oktober zu Ende gegangen ist, mein Oktoberhaut und meine Favoriten. Gerade befinde ich mich in dem Moment im Europapark, deswegen habe ich das Video jetzt schon vorgedreht. Und ja, ich hoffe, ich kann von mir round drehen und es euch dann auch zeigen, so wie es im Europapark war. Aber es wird definitiv einen Reiseblog-Post geben über das Zimmer und wie ich die Tage fand. Und ja, ich würde sagen, fangen wir gleich mal mit dem Haul an. Ich habe mir als erstes eine Handyhülle gekauft für mein iPhone 6 und war dafür bei H&M. Und habe mir die hier gekauft. Die sieht eigentlich ganz edel aus und hat hier so einen süßen Baum einfach. Und die Hülle kostet bei H&M 9,99 und die fand ich einfach mega schön. Und die passt einfach so zu dem iPhone 6. Und ja, dann habe ich mir noch eine neue Jacke gekauft. Und zwar war ich bei Pimpke und habe mir diesen Mantel hier gekauft. Und ja, der kostet 60 Euro und ich finde ihn ganz schön. Und für den Herbst ist er einfach perfekt und ich wollte schon immer mal so einen Mantel haben. Und jetzt habe ich ihn mir endlich gekauft. Und ja, dann war ich ja Donnerstag beim Ritual Store Opening in München in der Leopoldstraße 37. Und natürlich konnte ich es nicht lassen und habe mir auch was gekauft. Und zwar habe ich mir ein Oriental Night Goodnight Herbal Tea gekauft. Der hat mich einfach angesprochen und ich teste den jetzt einfach mal. Der kostet 4,50 und ist in dieser Winter Limited Edition dabei, was ich eigentlich ganz cool finde. Und dann habe ich mir noch ein Rituals Ayurveda Scrub gekauft. Das kostet 10 Euro und das würde ich gerne mal testen, weil das halt auch sehr gut für die Muskeln ist und es mit Heilerde ist und es total entspannend soll, da ich ja so Probleme mit meiner Schulter habe. Aber ja. So, dann komme ich schon zu meinem Favoriten. Und zwar erstens, dein Lieblingsessen habe ich leider diesen Monat nicht, da ich zurzeit einfach weder Süßigkeiten mag, noch irgendwas ganz Besonderes. Von dem her kann ich euch das nicht beantworten. Aber dann zweitens, dein Lieblingsgetränk sind diesen Monat Früchtetees. Ein Beispiel dafür ist der Bünding-Tee Erdbeer-Orange. Der schmeckt einfach so mega. Oder der Waldbeere-Tee von, ich glaube, Teekanne. Ja, kann sein, finde ich mega. Und ich liebe zurzeit einfach Früchtetees für die kalte Zeit. Und dann drittens, dein Lieblingsbuch oder Magazin. Also, ich habe mir, ich habe ja der Goldene Kompass jetzt fertig gelesen und habe jetzt mit einem neuen Buch begonnen. Und das heißt Whisper von Isabel Abbedi. Und das ist definitiv mein Lieblingsbuch diesen Monat. Ja, zu dem und dem anderen Buch werdet ihr bald noch eine Buchreview sehen. Deswegen, ihr verpasst nichts. Dann viertens, dein Lieblingsnagellack habe ich diesen Monat nicht, da ich jede Woche einen anderen getragen habe. Aber der gefällt mir hier auch sehr gut, dieses Lila. Und ja, dann dein Lieblingsklamottenteil diesen Monat war eigentlich der Mantel, weil ich den am Anfang des Monats gekauft habe und fast täglich getragen habe. Aber ja, ich habe eigentlich nicht so ein besonderes Ding jetzt. Dann dein Lieblings-Make-up-Produkt ist diesen Monat die H&M Eyeshadow Palette. Jedes Mal versuche ich mich anders zu schminken und die Palette bringt einfach so viel vielfältige Farben mit denen man ganz gut arbeiten kann. Und deswegen finde ich die einfach mega. Dann, siebtens, dein Lieblingshaarprodukt. Ich habe von meiner besten Freundin ein Produkt geschenkt bekommen, weil sie es mit ihren Haaren nicht vertragen hat. Und zwar John Frieda Frizz Ease Six Effects Serum Haarbändiger. Ja, ich weiß leider nicht, wie viel es kostet, aber ich habe das jetzt getestet und ich liebe es. Meine Haare sind einfach so weich geworden und haben wieder ihren Glanz und sehen nicht mehr so trocken aus und deswegen, ja, ich bin total ein Fan davon. Deswegen musste ich euch das jetzt einfach mal zeigen. Ja, dann achtens, dein Lieblingsfilm oder Serie ist definitiv noch Criminal Minds. Mit der Zeit komme ich nicht so sehr zum Fernsehschauen, aber ich möchte unbedingt weiter Criminal Minds schauen, deswegen muss ich das jetzt auch mal wieder machen. Dann neuntens, dein Lieblingssong. Ich habe einen, der heißt Fly Away. Ich setze ihn euch mal in die Infobox unten. Dadurch, urheberrechtlichen Gründen, meistens die Videos, wenn ich sie euch abspielen lasse, in Deutschland gesperrt werden. Deswegen werde ich ab jetzt immer meinen Musiklink einfach unten in die Infobox setzen, dass ihr euch den einfach anhören könnt. Dann zehntens, dein Lieblingsbild, was du gepostet hast.
Schau mal ganz kurz nach, was ich diesen Monat gepostet habe. Definitiv das Bild hier. Ja, da habe ich euch erzählt, dass wir kein Internet haben, weil unsere WLAN-Box nämlich kaputt gegangen ist. Deswegen kamen auch so wenig Videos online, beziehungsweise so viele hintereinander. Aber sie ist jetzt repariert und ich kann wieder Videos für euch online stellen. Und ja, genau. Dann deine Lieblings-Apps sind definitiv diesen Monat Instagram und Snapchat. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich war ganz aktiv bei Snapchat letztes Wochenende und versuch's auch wieder zu sein, öfters. Deswegen, ja. Ich finde es einfach mega cool, mit euch zu chatten und Bilder zu schicken und Videos und euch Fragen zu beantworten und alles. Macht mir mega viel Spaß. Und dann zwölftens, dein Lieblingsaccessoire ist diese Uhr hier von Michael Kors. Die trage ich jeden Tag. Deswegen, ja. Genau, das war's aber jetzt auch schon mit meinem Oktoberhaul und meinen Favoriten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ja, ich möchte euch noch was ganz Kleines mitteilen. Und zwar habe ich jetzt offiziell Uhrzeiten, wann meine Videos online kommen. Und zwar sonntags immer um 14 Uhr und mittwochs um 12 Uhr. Deswegen, ja, schaut einfach am Sonntag um 14 Uhr vorbei, am Mittwoch um 12 Uhr. Dann findet ihr ein neues Video online. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Genießt eure Ferien, wenn ihr Ferien habt oder habt eine schöne Schulwoche oder eine schöne Arbeitswoche. Und wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video. I can't stop.